Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der Trailer ist draußen, schon länger, ich weiß. Ich habe es nur nicht geschafft zeitlich, mich mal darum zu kümmern. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was uns da präsentiert wird. Ich würde sagen, wir schwätzen gar nicht lange. Sorry wegen meiner Stimme. Ich erkläre mal ganz kurz, was ich davon erwarte. Ich habe nur mitbekommen, dass es am Anfang hieß, das sollte der erste Horrorfilm werden im MCU. Da habe ich mir schon gedacht, das ziehen sie auf gar keinen Fall durch, das glaube ich nicht. Und dann wurde ja irgendwie auch der Regisseur gewechselt, steinigt mich, wenn das nicht stimmt. Ich meine aber, Sam Raimi war nicht die erste Anlaufstelle gewesen. Und jetzt ist es eben Sam Raimi geworden, der Regisseur, der auch Evil Dead, also Tanz der Teufel zu Deutsch, gemacht hat. Und ja, ich lass mich mal überraschen. Marvel verspricht aktuell sehr viel und hält davon sehr wenig. Wirklich ein zum Endeffekt. Ich bin da einfach so ein bisschen kontra eingestellt aktuell. Es tut mir auch wirklich leid. Deswegen, eigentlich kann ich ja nur positiv überrascht werden. Lassen wir uns mal überraschen, ob ich positiv überrascht wurde. Überraschend. Gut, wir fangen jetzt mal an und gucken uns den Trailer an. Mal gucken, ob wir wieder einen Trailer vorm Trailer bekommen, der uns den Trailer zusammenfasst, weil das ist ja cool, wenn man sowas hat. Das macht dann immer Spaß, sich den Trailer noch anzugucken. Ich habe keinen Ton, das ist nicht gut. Ich habe zu viel Ton, das ist auch nicht gut. Ei. Und los. Nacht für Nacht habe ich denselben Traum. Und dann? Das sieht schon gut aus, also beginnt der Albtraum. Ich habe getan, was nötig war. Hast du? Um unsere Welt zu beschützen. Du kannst nicht alles kontrollieren, Strange. Redet er gerade von Infinity War? Du hast das Portal zwischen den Universen geöffnet. Und wir wissen nicht, wer oder was dorthin durchkommt. Er redet von Spider-Man No Way Home. Aber da hat er nichts gemacht, was gemacht werden musste. Was weißt du über das Multiversum? Da war er einfach dumm. Er hielt es für gefährlich. Vision hatte Theorien dazu. Hatte er? Weiß ich auch nicht mehr. Es tut mir leid, Steve. Auf, jetzt lass das mal so richtig crazy werden. Was du mit der Realität. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Wird nicht ungestraft bleiben. Ultron. Okay. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen. Was? War das eben Professor X? Die sind aus der Kontrolle geraten. Anscheinend. Wenn du die Regeln brichst, bist du der Held. Shumugaraf oder wie der heißt. Shamaguruf. Keine Ahnung. Ja. Ist irgendwie unfair. Ui, was geht denn da alles ab? Okay, sie scheinen aber jetzt komplett frei zu drehen mit dem Multiversum. Bin ich doch mehr gehypt, als ich gedacht habe. Es ist halt kein Horrorfilm, ne? Aber ich glaube, von diesem von dieser Horroridee hat man sich sowieso verabschiedet. Das sieht aber endlich mal aus wie das Multiversum. Wenn man sich überlegt, das Multiversum haben wir angekündigt bekommen im ersten Doctor Strange Film, da wurde das nur mal ganz kurz so erwähnt. Im zweiten Spider-Man Film hat man dann auch erst mit der Hoffnung gespielt, dass Quentin Beck eigentlich aus dem Multiversum kommt. Am Ende war das einfach nur eine Lüge. Dann hatten wir WandaVision. In WandaVision gab es auf einmal auch einen Pietro, der aber nicht der Pietro war aus dem MCU, sondern der aus dem X-Men-Universum.
Und am Ende war es ein Peniswitz. Und dann hatten wir Loki und da wurde dann das Multiversum schon geöffnet. Und das hat nie wieder irgendwie Konsequenzen gehabt. Ich weiß nicht, warum man das da gezeigt hat. Das Ende von Loki ist total irrelevant für dieses MCU, weil auf einmal haben wir in Spider-Man No Way Home wieder den Moment, wo das Multiversum wieder geöffnet wird, aber er schließt es dann einfach wieder. Und jetzt ist es anscheinend doch offen. Und ich verstehe aber den Satz nicht, wo er meint, ich habe das getan, was ich tun musste. Was hast du denn getan, was du tun musstest? Du hast... Das würde Sinn machen, wenn sie über den Zeitstein reden. Aber darum geht es anscheinend nicht. Du hast... Spider-Man, du hast die Welt vergessen lassen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Das hast du gemacht. Dadurch ist das Multiversum aufgebrochen. Aber du hast es doch zum Schluss wieder geschlossen. Das war doch das Ende von Spider-Man No Way Home. Das wurde wieder geschlossen. Interessant. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, was damit gemeint ist. Aber Patrick Stewart scheint aufzutauchen in dem Film. Und das finde ich sehr interessant. Das heißt, dass wir jetzt die X-Men bekommen. Zumindest einen Gastauftritt bekommen wir definitiv von Patrick Stewart. Man hat ihn zwar nicht gezeigt, aber es wäre dumm, das wieder einfach nur so anzuteasern. Und dann wäre es am Ende jemand anders. Wenn Wolverine, Hugh Jackman irgendwann doch nochmal im MCU auftreten würde, das wäre für mich eine sehr schöne Sache. Mit Deadpool zusammen von mir aus. Im ersten Deadpool-MCU-Film mit Wolverine zusammen. Das wäre doch eine ganz schöne Nummer. Ja, ich bin auf jeden Fall mehr drin, als ich gedacht habe. Ich habe da Bock drauf. Das sieht total crazy aus. Es sieht nach Sam Raimi aus. Einfach mal komplett durchdrehen jetzt. Wir haben jetzt das fucking Multiversum. Sie bringen anscheinend tatsächlich What If mit ein. Das finde ich ein bisschen doof, weil jetzt musst du einfach, um die Geschichte zu verstehen, Filme gucken, über 25, dann musst du noch ein paar Serien schauen und musst jetzt noch einen Zeichentrick oder Animationsfilm dazu gucken, um alles zu verstehen. Das ist ein bisschen viel, aber mich betrifft es nicht, weil ich eh noch im Thema drin bin. Beziehungsweise ich weiß noch, worum es da geht. Ich habe jetzt auch nicht alles gesehen in Serien. Ich habe Bock drauf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe wirklich extrem viel Lust drauf. Wenn ihr Bock habt, dass ich da mal eine Analyse zumache zu dem Trailer, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch mal unten rein, was ihr von dem Ganzen haltet. Des Weiteren habe ich auch über den neuen Jurassic World 3 Trailer gesprochen. Habe da eine kleine Trailer-Reaction zugemacht. Die habe ich euch mal hier oben reingesetzt. Und über den neuen oder die neue Herr der Ringe-Serie habe ich auch ein Video gemacht. Das findest du hier unten. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen und dann würde ich in diesem Sinne sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.